Bist du hier, um uns zu helfen, Söldner? Du siehst nicht aus wie ein Spion des Hökers. Ich bin eher gerade heraus. Gibt es hier irgendein Problem mit dem Höker, Damalis? Möglich. Einer meiner Freier ist anders. Er war vorher ein netter Mann, aber jetzt ist er böse. In Korinth scheint es nicht mehr viele nette Menschen zu geben. Jemand mit Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Er ist anders. Er scheint dich zu ängstigen. Er fragt mich Dinge, auf die ich keine Antwort weiß. Über Drachmen, wo wir unser Geld lagern, worin Anthusa investiert. Als wären wir Athener-Aristokraten. Kann Anthusa nicht eingreifen? Ich bin nicht naiv. Wenn ich die anderen informiere, wird er sich die als nächstes vornehmen. Tut er vielleicht ohnehin. Klingt, als wolle er antworten. Wie war er vor der Veränderung? Besessen, aber nie bedrohlich. Er fiel im Symposium nie auf, bis er die Drachmen für sich arbeiten ließ. Irgendetwas gab ihm das nötige Selbstbewusstsein. Dann finde ich heraus, was er dazu zu sagen hat. Wenn er sich nicht hier herumtreibt, ist er in seinem Haus. Ich will, dass das endlich ein Ende hat. In Anwesenheit meines Speeres entdecken die Menschen ihre Liebe zur Wahrheit. Ich spreche mit ihm. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Etimon in asphyrilatissi cosmon genon. Ethero ilito.
Gefunden. Sch, was machst du hier? Ich habe gehört, wie Damales von ihrem verrückten Freier sprach und wollte helfen. Schön, aber du machst, was ich sage. Keine Spielchen. Das weiß ich doch, weil du mich niemals Spaß haben lässt. Ich spreche mit Damales Freier und sehe, was er zu all dem zu sagen hat. Ich war hier und spionierte. Und ich hörte, wie er mit sich selbst sprach. Er ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Schieß los. Lass mich nachdenken. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. Vielleicht. Sagte er warum? Um irgendwas abzuholen. Eine Urkunde für Ländereien oder sowas. Na, das ist doch ein Anfang. Was noch? Oh, er sagte einen Namen. Dino Menes. Wer das wohl sein mag. Gut zu wissen. Vielen Dank, Spionenphöbe. Nicht schlecht, hä? Legen wir los. Hör genau zu. Du schleichst dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leiser sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf. Direkt durch die Tür. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's. Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Du bist bei Fairs Schweinehof verabredet und triffst dort einen Gleichgesinnten, sagt man. Wo hast du das gehört? Da liegst du falsch. Ganz falsch. Du bekommst eine Urkunde über Ländereien. Wofür das Land gebraucht wird, weiß ich nicht. Spionierst du? Was weißt du sonst noch? Raus damit. Dinokrates heißt der Mann, den du heute treffen wirst. Ich kenne keinen Dinokrates. Fast hättest du mich reingelegt. Was?
Warte! Diebe! Diebe! Verschwinde! Wachen! Los doch! Was war das für ein Lärm? Damales muss ich nicht länger vor ihrem Freier ängstigen. Das ist nicht, worum sie dich gebeten hatte. Ich habe das Problem erledigt, oder? Aber immerhin konnte ich mich einschleichen. Guck mal. Was ist das? Ein Münzbeutel? Seine Sachen sind nicht besonders schön. Er ist reich. Warum hat er so viel Müll? Vermutlich hat man ihn gerade erst bezahlt. Ich sah, wie dieser Schürhaken benutzt wurde. Er hatte gar keine Feuerstelle. Was wollte er damit? Er wird nicht für Feuer genutzt, sondern als Waffe. Ich sah, wie ein Mann ihn in Fokus einsetzte. Ein Riese. Groß wie der Höker? Es war der Höker. Was steht in dem Brief? Wie gemein. Darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Das dachte ich mir. Es geht noch weiter. Er soll Damales zu einem Ort in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Weiß nicht, aber ich finde es heraus. Ich bin bereit. Dieses Mal nicht. Lauf zu Damales und warte dort auf mich. Oh, bitte. Du hast heute genug geholfen. Das wird zu gefährlich. Ich komme danach sofort zu dir. Wo sollte er Damales hinbringen? Ein Gefängnis? Dem gehe ich nach. Ich muss mich verdecken. Das muss der Ort sein, der im Brief erwähnt wurde. Ob jemand da ist? Ist das Blut? Eine Haarsträhne. Den Geruch kenne ich. Malaka. Was um alles in der Welt? Ketten? Öl? Hoffentlich ist es nicht das, was ich denke. Erwischt! Na schön, du Plagegeist. Wer hat dich geschickt? Was machst du hier? Ich wollte helfen. Gib sie her! Hörme! Lauf! Kein Schritt weiter. Mutig von dir, hierher zu kommen. Willst du ein paar Schläge? Der Höker würde sich gern um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verraten. Wie prüde. Wir sind in Korinth. In diesem Andron ist alles erlaubt. Und der Höker findet Erfüllung. Ihr seid doch beide völlig krank. Ob sie wollen oder nicht. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Behandlung. Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Du bekommst jetzt meine besondere Behandlung. Spring dich um. Was? Καλούμεσαι, μάκαρ πολιώνει με, γρήγορα και τελετάρκα, χωρών, πάτερη δεύτερη νέα. Οτιούν επιδημείτε ο άνδρες και γυναίκες, δύναμε φέρειν ημίν. Alexios, deine kleine Gefährtin war schneller als du. Du bist da. Schon längst. Ich kenne alle Abkürzungen. Tut mir leid, Alexios. Ist schon gut. Du hast es gut gemeint. Ich dachte, ich schleich mich rein, so wie vorher. Ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast, bei dem, was da drin war. Was ist denn passiert? Ich komme aus den Lustgemächern des Hökers. Es ist kaum zu glauben. Und genau da solltest du hin. Nein. Doch. Dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzuliefern. Und dann fand ich noch dies. Hm.
soll das bedeuten? Sieht so aus, als hätte ihn der Höker erwischt. Er steckt hinter allem hier. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will. Du musst nicht mehr mit ihm umgehen. Ich habe das erledigt. Ich habe Alexios gesagt, er soll das nicht machen. Ach, dazu musste es kommen. Dieser Malakas. Was für ein Narr. Der Höker ist der Narr. Und das wird er noch früh genug merken.